Willkommen bei Survival Lexikon mit Aldemar, der wahrscheinlich nicht so ganz tolle Survivor. Willkommen bei meinem heutigen Survival. Tod. Aldemar HD. Toll. Hallo Leute, hier ist Aldemar mit Zomboid. Project Zomboid. Ich hab Angst. Das sind wir wieder. Willkommen zurück zur zweiten Folge. Wann sag ich das sonst nie? Willkommen zur dritten Folge. Willkommen zur zweiten Folge des Massensterbens, der Angst. Der puren Fürchterlichkeit, alles Fürchterlichem. Es geht weiter. So, okay. Wir sind hier rein, weil wir fliehen mussten. So, jetzt gehen wir mal zum Essen hier hoch. Ich werde jetzt mal ein bisschen was hier lassen. Ich mache jetzt das hier erstmal zu unserem Notunterschlupf. Warte, wo ist die Küche? Ah ja, okay. Wir haben noch Strom. Ich mache jetzt mal die Fenster zu. Okay, da habe ich nichts dran. Gut, jetzt kommt erstmal alles in den Kühlschrank, was wir essen können. Ich meine, ich kann auch einfach alles hier rein tun. Da ist ja viel Platz drin. Können wir es mal so machen. Auch die Zombie-Wix hier am Polonais, die nehmen wir lieber mit. Und ich habe auch gar keine Verbände, sehe ich gerade. Ich bin gar nicht für das Wichtigste vorbereitet. Das gibt's doch nicht. So, jetzt markieren wir schon mal Sachen, die wir in die Kiste daneben packen. Hefe, Kleber, Hausschlüssel brauchen wir. Alter, ist das viel passt denn in die Umhängetasche? Das ist ja geil. Ich muss auch, wir müssen auch, Aufwärmübungen machen. Das ist auch wichtig, damit wir quasi Stärke und so trainieren. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Und wenn du Multiplayer spielst und du stirbst, dann ist das alles weg. Du kannst ja spawnen, aber du bist dann immer wieder auf Null. Und hier ist dann natürlich dann alles weg. Der Hauptgrund, warum man das Spiel dann immer beendet, ist, Frust. Guck mal, ich kann die auch abkühlen, die Zombie-Wichs hier. Okay, Säge, Dingens. Nee, das behalten wir mal. Damit können wir Wunden desinfizieren. Okay, wir haben Durst. Dann können wir hier was trinken. Oder ist das schon leer? Nee. Und wir waschen uns mal. Und ich glaube, wir waschen uns mal komplett. Wenn man Seife hat, geht das schneller. Und wir sind müde, okay. Jetzt gehen wir schlafen. Obwohl ich weiß nicht, ob das hier überhaupt eine gute Idee ist. Oh Mann, ey. Okay, das ist ein Vorhang, den machen wir mal zu. Ach, hier habe ich mein Hawaii-Hemd sogar gelassen. Ich muss unbedingt die Haustür zumachen. Ah, hier sind Vorhänge. Nee, das sind doch keine Vorhänge. Okay. Ich hoffe einfach, die haben mich nicht gesehen oder so. Das ist auch noch ein Vorhang. Okay. Okay. Schlafen wir. Gute Nacht. Ah, Mist, ich hätte doch wenigstens noch meine Sportübung machen können, oder? Ich voll Idiot. Tut mir leid, das Spiel, da komme ich immer direkt ins Flüstern. Oh Gott, hoffentlich hören die mich nicht. Okay. Morgendlicher Sport, aber nichts Krasses. Und dann auch nur 20 Minuten. Das ist vielleicht zu. Machen wir nur 10 Minuten. Und wir machen, Liegenstütze, Sprünge, 10 Minuten. Und immer nur, wenn wir geschlafen haben. Das müssen wir uns einfach merken. Okay. Sind wir ausgepowert. Können wir uns ausruhen? Okay. Alter Mann, die Zombies drehen ja völlig am Rad. Okay, jetzt können wir kurz was mampfen. Ich habe ja einen Topf. Ich könnte auch irgendwas kochen. Ich müsste nochmal in die anderen Dingerns rein. Wir essen jetzt einfach das Dörrfleisch. Guck mal, so vollgefressen sind wir gar nicht. Wir sind satt. Na gut, ist egal. Okay. Ah, scheiße. Habt ihr das gesehen? An der Straße da unten. Ich meine, die Backform, Grillpfanne, da können wir eigentlich auch braten. Aber ich weiß jetzt über...
Scheiße. Scheiße. Oh Mann, ey. Es werden ja immer mehr da draußen. Dass ich überhaupt noch existiere. Wenn die mich sehen, ne? Dann war's das mit hier wohnen. Okay, wir gehen mal in den Flur runter. Ich glaube, die sind alle unten. Also das, was man hört, ist alles unten. Ich bin gelangweilt. Das heißt, wir müssen einen Comic lesen. Dann machen wir das mal gerade. Guck mal, hier sind direkt Comics, wenn man vom Teufel spricht. Aber die anderen Sachen brauche ich nicht. Ich nehme noch einen Comic mit. Hä, wo ist meine Tragetasche? Ich hatte die doch eben... Ach so, beim Sport lässt man die ja fallen. Oder, er rüstet die nicht mehr aus. Ich weiß nicht, warum. Ich finde das eigentlich bescheuert. Da denkt man dann, weißt du, das sind so Sachen, da denke ich mir, so realistisches Denken ergibt dann keinen Sinn. Weil ja andere Sachen gehen. Gut. Mitnehmen. Becher, Tasse. So, jetzt gehen wir weiter runter. Ja, ich muss ein bisschen, ne? Ich muss halt. Okay, da haut einer gegen. Kann eine Wundertüte sein, deswegen muss man aufpassen. Wundertüte sind plus 3 Zombies. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, Walter. Brauche ich eigentlich nicht. Walkie-Talkie ist auch eher so eine Multiplayer-Geschichte. Tomatenmarkfleisch dabei. Das, hier waren wir schon, ne? Nee, war ich noch nicht. Ich nehme mal die Grillpfanne mit. Ich meine, es müsste auch gehen. Komm, nimm mir das mit. Was soll's. Für ein paar Zombies reicht's ja. So getrocknete Kidneybohnen und so ist richtig gut. Also sie ist immer noch sehr viel essen. Discplayer. Discman. Diese emotionalen Dinger kann man gut gebrauchen. Bunny Girl Bodysuit. Schon wieder. Police Leather Pants. Sybil Bennett. Ist das auch irgendwie die Häuser von den Leuten? Kriegen die da noch die Namen? Es tut mir leid, er hat eine Brille angehabt. Eine goldene Uhr. Schöne Badezimmer. Neuer Anstrich. Na, ist egal. Hauptsache irgendwas. So, jetzt haben wir eine Uhr. 22 Uhr. Okay. Ich muss aus dem blutigen Hahn trinken. Oh, hier. Dekoration. Aber. Können wir es nicht gebrauchen. Schlaftabletten. Nehmen wir auch mal mit. Sehr schön. Ein Wecker kann man gut gebrauchen für einen Notfall, aber du kannst damit die Horden quasi ablenken. Ich nehme jetzt mal die Vorhänge mit. Allein, weil wir uns Verbände machen müssen und so. Ich glaube, bevor ich hier Ruhe habe, muss ich wahrscheinlich 1000 Zombies töten. Aha, wenn man vom Teufel spricht. Ja, die chirurgische Nadel wird uns nichts bringen, wirklich. Das geht nur, wenn da tiefe Wunde steht. Aber wenn man es dann nicht hat, dann ist auch doof. Und dann so, oh, ich habe tot. Ich habe... Guck mal, 2 Fernbedienungen. Das ist so einer, die alte... Pass auf, wir nehmen die mal mit. Pass auf, ich sammle jetzt mal die Elektrokomponenten. Einfach, um die dann auch auseinanderschrauben zu können. So Fotoapparate und so. Schnurloses Telefon. Okay, weiter. Ich weiß, das ist keine dumme Idee, hier rumzulaufen. Dose mit... Ich mach mal hier zu wieder. Dose mit Mais. Taschenlampe. Ich kann auch doppelklicken, ich weiß. Ne? Das ist eigentlich besser im Notfall.
Wir nehmen mehrere mit, um die rauszustellen, wie im Wasser zu fangen. Also, dass Kühlschränke noch funktionieren, ist halt purer Luxus. Also, wirklich. Schon ziemlich edel. Geschirrtuch nehmen wir mit. Wenn wir nass sind, können wir uns abtrocknen. Handtücher sind auf jeden Fall sehr gut. Würde ich immer mitnehmen. Willkommen bei Survival Lexikon mit Aldemar, der wahrscheinlich nicht so ganz tolle Survivor. Willkommen bei meinem heutigen Survival. Tod. Und das war die heutige Sendung mit. Tod. Ja. Hä? Ach, guck mal. Ach, das ist dieses Quick Grab mit Knopfdruck. Den habe ich auch installiert. Ja, ich muss den Mod noch einpflegen, die Modliste. Ich kann mir einen Knopf machen, dann kann ich alles schnell looten. Ich hab, das ist auch total innen momentan, das Ding. Ich hoffe ja einfach Wool Long Coat. Ja, wir haben ja keinen Winter. Ich hatte überlegt, im Winter zu starten. Aber jetzt sind wir schon gestartet. Ist auch doof. Bandit Trench Coat. Sehr gut. Ich kann auch die Hoodie anziehen. Tu mal alles in den Rucksack rein. Ich muss noch ein paar Vorhänge abziehen. Da sind keine Vorhänge. Komisch, ne? Manche Leute haben keine Vorhänge an ihren Fenstern. Auch in echt. Ich würde mich doch total beobachtet vorkommen. Besonders, wenn du irgendwie an so einer Straße wohnst. Dann siehst du die da im Fernsehen sitzen und so. Jetzt sagen die Leute, warum guckst du denn überhaupt da rein? Ja, was soll ich machen, wenn man so aufs Haus zugeht? Das ist wie, keine Ahnung, du sitzt auf einem, bei Sport, auf so einem Fahrrad und vor dir sind die ganzen Laufbänke. Du kannst nur geradeaus gucken und dann laufen halt die ganzen Hintern und man versucht da nicht hinzugucken und dann immer, denke ich immer so, wetten, die denken alle, ich bin voll pervers oder so. Nee, du sitzt halt geradeaus da drauf. Du kannst ja so, okay, ich guck dann jetzt die Decke an oder so. Okay. So. Jetzt gehen wir das mal zurückbringen. Oh, der bescheuerte Trenchcoat. Wir müssen eigentlich so gehen, aber wenn wir so machen, dann, wie gesagt, levelt das nicht. Oh Mann, ey. Voll die Seuche. Kakaopulver. So, Bandagen. Komm immer hier hin. Dann zerreißen wir jetzt mal einen Laken. Eins. Wie viel kriegen wir denn da raus? Ich muss jetzt erstmal gucken gerade, dass wir... Ich meine, ich würde gerne das Hackfleisch braten, aber so hungrig sind wir. Frisch ungekocht Lachs. Achso, ich dachte, das wäre gekocht. Pfannkuchenmischung 2. Also wie gesagt, es ist immer noch sehr viel Essen, obwohl das so krass runtergestellt ist. Ich habe normalerweise immer Inventarmanagement genommen. Dann bist du viel schneller beim Umräumen und hast auch viel mehr Kapazität. Kann ich nur empfehlen. So, Stress, bla bla bla. Und das lesen wir auch. Dann sind die direkt durch, die Bücher. Okay, erstmal eine Tür weniger. Das lesen wir auch. So, eine chirurgische Nadel muss hier bleiben. Die kommt da rein. Auch eine Schlaftablette nehmen wir. Du Schlaftablette! Und die Schmerztabletten. Die bleiben hier. Und der Wecker kommt, bleibt mal bei mir. Ich schmeiß mal auf den Boden. Und das sind nochmal... Ist jetzt nicht so viel. Man sollte so 10 Verbände dabei haben. Okay, jetzt ist Nacht. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich bräuchte eigentlich eine Karte von Louisville. Ich meine, ich würde da gerne mal hingehen. Es kann aber sein, dass es nur so ein Pavillon ist. Und irgendwas hämmern kann ich ja auch vergessen.
Ist jetzt nur so ein Zwischenlager. Okay, die sind alle hier wieder bei den Zaun. Okay. Da ist ein Parkplatz. Komm, wir gucken mal nach einem Auto. Nimm das, du Lappen! So. Der hat jetzt schon gerne Knarre. Ich muss den Trenchcoat anziehen. Sekunde. Dun. Oh, ein Family Truckster. Auf nach Wally World. Da ist ein Buch drin. Ein Sandwich ist da drin. Ein angegessenes. Frisch Erdnussbutter-Sandwich. Nein, ist noch nicht mal angegessen. Oh, geil. Oh, so ein bisschen Blut dran. Es gibt so richtige Würze. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Hat er den Schlüssel? Nein, hat er nicht. Schloss kaputt. Okay, warte mal. Suchen. Ein Stein. Och, den nehmen wir mal mit. Nahrungssuche ist eine der besten Skills überhaupt. Damit kannst du wirklich survivalen. Aber hier ist, glaube ich, kein Schlüssel. Und da liegt wahrscheinlich nur die Tasche. Ja. Weißt du, dann... Oh. Hallo! Fans! Ich hab kein Salz. Die Nachbarn. Sehr schön. Okay. Jetzt werden sie erstmal zu Hunderten kommen. Aus wie ein Schraubenzieher. Ja! Digitaluhr, dann nimm mir die lieber. Anziehen. Warum bin ich überladen? Ach ja, ich trage Steine mit mir rum. Sonst kann der Alarmanlage eingehen. Sehr schön. Okay. Oh, das ist so ein... Boah, den habe ich ja super selten gesehen. Boah, das ist auch geil. Guck mal, mit vollem Balkon, ob man aufs Dach kann, das wäre ja ideal. Ich meine, das ist schon wieder voll die Seuche. Wie viel? 277. Geil. Okay, komm, wir gucken uns mal hier um. Also ich wollte noch gucken, ob der Schlüssel steckt bei dem Auto. Gucken wir nach Wally World. Mit so einem kaputten Schloss ist echt scheiße. Zigaretten. Anmerkung. Oh, Karte mit Anmerkung. In Louisville. Okay, pass auf. Ich glaube, wir sind... Hier? Ne, warte mal. Also, warte, wir können doch... Okay, da müssen wir hin. Oh Gott. Warte mal, ich glaube, wir sind hier. Hier sind wir, glaube ich, oder? Nee. Warte mal. Sind wir hier? Wir sind hier irgendwo. Ach, ich weiß es nicht. Ich werde sterben. Hier sind wir. Ne, hier sind wir auch nicht. Rakete des verkehrten Waffenträgers. Thanks des Achso. Haus des verrückten Waffentyps und Ruhestätte des verrückten Waffentyps. Wir können doch uns selber Dinge auf der Karte markieren. Moment.
Aha. Ach du Scheiße. Okay, da brauchen wir überhaupt gar nicht nachdenken. Aber ich kann es mir ja markieren. Warte mal. Das wäre hier irgendwo. Ruhestätte des... Ich habe keinen Stift. Wo sind wir? Alter, Scheiße. Guck mal, wie groß Louisville ist, ja? Ich meine... Meine Güte. Okay. Ich meine, wir werden überleben. Keine Sorge. Oh, da ist ein Laden drin. Ich könnte ja weiter suchen, einfach nebenbei. Gute Beschäftigung. Der ist auch gar nicht so voll. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, Autos. Ich mag Autos. Ich werde erstmal den da überprüfen. Ich bin ja schon gar nicht so auffällig. Ich habe sonst immer auffällig und dann bist du eigentlich nonstop nur im Rennen. Also ich bräuchte ein paar mehr Brechstangen und Zeit. Scheiße. Das Haus ploppt immer auf. Na toll. Okay, komm schon. Ist auch Benzin. Also ich würde schon gerne in so ein großes Haus rein, um ehrlich zu sein. Operation freiräumen. Also am geilsten ist eigentlich die Mall ganz im Norden. Aber die ist so voll. Da muss ich so gut sein für. Schon wieder Anmerkungen. Warte, ich muss die Karte mitnehmen. Die auch. Wir brauchen noch einen Stift, dann muss ich die alle einmarkieren. Ganz viel Schmuck. Okay, ich habe Durst. Ich habe leider nichts mitgenommen. Ich bin der Beste. Okay. Gut. Also das brauche ich jetzt gar nicht probieren. Aber da ist drin ein Benzinkanister, das müssen wir uns merken. Kreuzschlüsselluftpumpe, Bindfaden, Gummiband. Und immer wenn ich Gummiband lese, denke ich jedes Mal an Otto, der diesen Geldscheinbündel hat, bei Otto der Film. Und dann so, oh, das wollte ich schon immer haben, ein Gummiband. Ach du Scheiße. Ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht weiter probieren. Ach du Scheiße. Okay, das ist kein Ding. Das ist kein Thema. Hier ist ja nur solche. Sandstone Apartments. Okay, wir müssen hier weg. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen diesen Abschnitt... Alter, wir müssen diesen Abschnitt von Louisville hinter uns lassen. Ich muss erstmal irgendwo anders hin. Okay. Ach du Scheiße. Ist jetzt irgendwie Nacht oder warum sind die jetzt so aktiv? Okay, wir machen ein Quickie. Scheiße, die waren schon bei mir oben drin. Ach du Scheiße, es hat's erledigt. Scheiße. Und tschüss, ihr Lappen! Oh Gott! Jesus Maria! Komm, ich wohne in einem zombieverseuchten Wohnviertel! Oh Gott! Schaffst das, du schaffst das! Sehr gut!
Überhaupt kein Problem. Ich habe ein bisschen Essen rausgeholt. Aber ich habe Durst. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ich bin außer Puste. Alter. Okay. Also wir gehen erstmal nach Süden, würde ich sagen. Also diese Wohnblöcke sind übel. Das ist keine Option. Also wegen diesen großen Häusern. Das sind Zombie-Seuchen. Ach guck mal, hier sind wir schon bei diesen kleinen Wohnvierteln. Desto größer die Gebäude, Wohngebäude, desto mehr Seuche. Ich weiß gar nicht, was zählt. Aber das sieht doch schon viel netter hier aus. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, die Zombies haben mich nicht verfolgt. Berühmte letzte Worte. Ich meine, ich habe doch bestimmt auch noch eine Hintertür hier. Da müssen die aber irgendwas gehört haben. Hier, Michael. AK-47-Macher. Tischlerei, Band 1 nehmen wir mit. Oh, das ist das meist schon gelesen. Der Fernseher muss aus. Oh Gott, mein Gott, was ist das? Ich höre eine Wundertüte. Mach das Ding aus. Okay. Wir gehen noch ein Stück. Ja, ja, ich weiß, ne? Hier gibt's so Meta-Häuser, sag ich immer. Da, wo man immer hingehen kann. Aber so Wohnorte finde ich unfassbar langweilig. Aber so wirklich. Also es gibt nichts Langweiligeres als Meta-Gameplay in Spielen, wo also so Sachen, die vorgeschlagen werden. Ja, das Haus hier, das ist eine Villa, die hat einen Zaun drumherum und da gehen immer alle hin. Aber dabei gibt's viele Orte, die so sind. Meta bedeutet ja immer, ja, die Leute sind zu faul, irgendwie selbst zu gucken. Und nehmen das eine, was vorgeschlagen wurde. Ja, sehr gut. Sehr schön. Guck mal, das ist doch ein schönes Haus hier. Guck mal, voll die Bücherei. Da ist schon zu. Trinken. Jetzt haben wir das auch. Ach, scheiße. Ich muss erstmal töten gehen anscheinend. Oh, Mann, das ist eine Geburt. Oh, das ist ein Mustang. Okay. Das ist mein Haus. You shall not pass. So nicht. Ich wohne hier. Kannst mir nichts anhaben. Zombies von Louisville. Okay. Zumachen. Auf dem Hochbett oben schlafen. Da kommst du auch nie wieder runter. Aber es ist immer noch besser, als direkt verspeist zu werden. Erste Hilfe 1. Machen wir erstmal die 1er-Bücher. Also liest du die alle und dann bist du tot. Hast du alles umsonst gelesen. Und im Multiplayer musst du die live lesen. Da gibt es ganz schnell Vorspulen. Total furchtbar. Wieder ein neues Laken, das ist gut. Haarspray, Rohrzange nehmen wir mit. Ungekochte tote Maus, Zahnpasta, Vorhang zuziehen. Jetzt können wir die Tür noch, also hier ist zum Beispiel kein Vorhang, das ist echt doof. Und du kriegst auch keine Laken, wenn du, du kannst keine Laken von Betten abziehen. Das sind so Kleinigkeiten, in diesem Spiel einfach nicht gehen.
Machen wir hier Laken rein, ist doch egal. Wir brauchen ja sowieso Zeug. So, jetzt bringen wir das da an. Zuziehen. Man kann das aufmachen und du kannst irgendwie so Lakenseile anbringen. So. Kann ich schlafen? Ne, wir ruhen mal aus, damit wir Luft holen können. Okay, so. Jetzt gehen wir mal in die Küche. Also hier ist auf jeden Fall besser. Meine Güte. Also, ich darf doch wohl bitten, oder? Also ich will hier nicht wohnen. Ich, ne, man braucht immer irgendwas mit, Tür abschließen. Ne, lass mal auf. So, Kühlschrank. Wir essen mal den Kohlkopf. Wir wollen ja nicht zu fett werden, aber... Also ich weiß noch, als wir auf einem Server waren und mit so wenig gespielt haben, dass, da wurde halt Proteine so dringend benötigt. Und dann so, ey, ich habe Tiere gefangen. Oh, kann ich was tauschen? Ich krieg von mir 10 Tonnen Munition. Ich will nur einen gebratenen Hasen haben. Weil man einfach Gewicht verliert von dem ganzen Gemüsefressen. Okay. Das nehme ich nachher mal mit hoch. Mal gucken, was hier zu essen ist. Guck mal. Es dürfte auch noch nicht vergammelt sein. Oh, eine Flasche Bier auf jeden Fall. Erstmal die Hälfte trinken. Die Dosen nehmen auch mit. Ich meine, es ist ja schon alles hier. Frisch und gekocht. Pass auf, das kochen wir jetzt beides und tun es in den Kühlschrank. Geil, geil. Ich will das Licht eigentlich noch nicht anmachen, aber ist egal. Ich bin faul. Jetzt gehen wir gleich ins Nachbarhaus, während das kocht. Und dann brennt hier alles an und... Oh, das ist eine Pfanne. Sehr gut. Tue ich schon mal da rein. Mit Pasta. Könnte mir jetzt verfeinern, aber dafür bin ich jetzt zu faul. Ich muss jetzt mal die Folge beenden, liebe Leute. Wir sehen uns wieder nächste Folge, wenn es heißt, ich zünde das Haus an, weil ich kann kochen. Und bis dahin nicht vergessen, liebe Leute, abonnieren, kommentieren und ein Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Also, bis zur nächsten Folge, ihr Survivalisten. Bis dahin, haut rein. Thank you.